Hallihallo und willkommen. Heute dachte ich, ich probiere mal wieder eine neue Maske aus. Ich weiß, ich habe in meinem letzten Maskenvideo gesagt, dass ich die Dark Angel-Kopie von Lush eigentlich am besten bisher fand. Aber ich dachte, vielleicht gefällt sie euch ja nicht so gut und deswegen probiere ich jetzt mal eine neue für euch aus. Und da die letzten Tage nicht ganz so schön waren wie die bisherigen, dachte ich, um noch ein bisschen Sommergefühl zurückzubekommen, mache ich mit euch eine Erdbeermaske. Für diese Erdbeermaske braucht ihr 3 bis 4 Erdbeeren. Ich habe die schon gewaschen und geschnitten und in meinen Mixbecher reingeworfen. Dann braucht ihr etwa 2 Esslöffel Heilerde. Wenn ihr die Maske relativ dick mögt, könnt ihr auch mehr reinmachen. Ich werde jetzt erstmal 2 Esslöffel reinmachen und schauen, wie die Konsistenz ist. Wenn sie mir noch nicht dick genug ist, mache ich vielleicht noch 1 Esslöffel rein. Dann braucht ihr 1 Teelöffel Lavendelöl und 1 Teelöffel Mandelöl. Und am Schluss noch einen ganz klassischen Teelöffel Honig, so wie immer oder fast immer in allen Gesichtsmasken. Und ich würde es einfach direkt anfangen und alles zusammenwerfen und mixen und euch dann zeigen, wie die Konsistenz ist. So, die Gesichtsmaske ist wieder runter, wie ihr seht. Ich sehe natürlich jetzt nicht ganz so prickelnd aus, liegt daran, dass ich kein Make-up im Gesicht habe. Denn vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass ich dazu neige, wenn ich schon Gesichtsmasken drauf mache, dass ich danach meistens duschen gehe. Weil ich einfach finde, eine Gesichtsmaske ist wesentlich einfacher runterzukriegen unter der Dusche. Wie ich es aber gemacht habe, und ich mache es eigentlich bei allen Masken so, und ich würde euch echt empfehlen, es auch zu machen, vor allem wenn ihr es bei einem Waschbecken macht, weil es meiner Meinung nach leichter ist, eine Maske so runterzukriegen. Und zwar befeuchtet ihr erstmal eure Hände und dann reibt ihr erstmal durchs ganze Gesicht und zwar alle Stellen, auch die Nase, das Kinn, alles ab und dann wascht ihr es erst, weil dann habt ihr schon mal alles runtergelockert und dann geht die Maske wesentlich schneller runter. Und vor allem bei der Maske, die wir heute drauf gemacht haben, ich weiß nicht, ob euch das auffällt, wenn ihr die mal zu Hause probiert, aber weil da diese kleinen Erdbeerkerne drin sind, ist es natürlich noch ein natürliches Peeling für die Haut. Und wenn man es dann so reibt, ist natürlich hat ein Peeling-Effekt. Und ich jetzt ganz kurz zum sozusagen zum Review für die Maske. Ich fand die Maske sehr angenehm. Es war ganz witzig, weil am Anfang, so die erste Minute hat man sehr stark die Heilerde gerochen. Dann so 2 Minuten oder so das Lavendel hat man dann sehr stark gerochen. Und dann ganz am Schluss hat man wirklich diesen wunderschönen, köstlichen Erdbeergeruch die ganze Zeit in der Nase gehabt von diesen Erdbeeren, die in der Maske drin sind. Und ich muss echt sagen, ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Ich habe auch das Gefühl, dass sie eine pflegende Wirkung hatte. Meine Haut ist sehr weich. Könnte wahrscheinlich auch an dem Peeling liegen. Das ist einfach durch diese Kerne. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass sich was getan hat. Meine Haut hat vor allem hier so ein bisschen gebritzelt und hier, wo dieser exorbitant riesige Pickel ist, auf den ihr bitte jetzt nicht schaut. Ja, auf jeden Fall für mich Daumen ab. Ihr seht, ich habe keine Irritation. Ich weiß, hier sieht es übel aus, aber so sehe ich halt immer aus. Das kommt nicht von der Maske.
Und meine Lichtverhältnisse sind natürlich jetzt auch nicht unbedingt vorteilhaft für meine Augenringe. Auf jeden Fall Daumen hoch von mir. Wenn ihr eine sommerliche Maske gerne haben möchtet, dann probiert die doch einfach mal aus. Ich persönlich fand sie wirklich sehr, sehr gut. Gut, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao!